Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. In dieser Ausgabe befinden wir uns erneut in einer Zeitblase, das heißt, die Folge wurde ja von paar mehr Tagen aufgezeichnet, genau gesagt in der letzten Sommerseason, und da gab es eine Meisterschaft, die ich gerne angehen würde oder angegangen habe. Ja, man weiß ja nie so genau, wo man jetzt in der Gegenwartsform oder in der Vergangenheitsform sprechen soll, aber nichtsdestotrotz, wir werden heute mit dem Ferrari FXXK eine Meisterschaft bestreiten, denn es gibt in dieser Sommer- oder beziehungsweise in der letzten Sommerseason eine Meisterschaft in der Extreme Track Toy Meisterschaft, und da befindet sich natürlich dieses Fahrzeug, denn dieses Fahrzeug hat, auch wenn hier ein Nummernschild hinten zu sehen ist, keine Straßenzulassung. Der FXXK, wie viele es von euch schon wissen oder sich vielleicht auch denken können, ist natürlich die Rennversion des Ferrari LaFerrari. Und dass der LaFerrari natürlich ein übles Geschoss ist, das wissen wir spätestens, als wir die heilige Dreifaltigkeit der Hybrid Hypercars über unsere Teststrecke geschickt haben und der LaFerrari die anderen beiden aber sowas von deklassiert hat. Und auch in manch anderen Rennspielen, Rennsimulationen, hat der LaFerrari gezeigt, dass er schon wirklich ein absolutes Monster ist, und das kann man natürlich beim FXXK genauso behaupten, denn das Ding hat nochmal mehr Leistung, ist nochmal leichter und ist einfach halt ja für die Rennstrecke ausgelegt und warum nicht dann auch für die offene Welt von Forza Horizon 4. Wie das ganze Ding natürlich auf unserer Teststrecke performt, gerade auch im Vergleich zum normalen LaFerrari, das möchten wir natürlich gleich rausfinden, aber bevor wir das tun, hören wir mal kurz uns den V12 Racing Motor vom FXXK an, in Verbindung mit einem Hybridaggregat. Kurz um das in Daten zu nennen, wir haben hier 1050 PS. Ja, also das ist schon eine ordentliche Geschichte. Aber wir hören mal rein und lauschen den Klängen dieses Motors. Ja, nichts, was wir nicht schon gehört hätten. Dieser Ferrari V12 Motor ist ja, recht häufig verbaut worden in verschiedenen Modellen, natürlich hier in einer besonderen Racing-Variante. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Testrunde, und wie ihr schon seht, da geht es richtig zackig voran, und das muss man auch sagen, im Vergleich zum LaFerrari ist dieses Ding auf jeden Fall nochmal krasser unterwegs. Man merkt einfach schon direkt, wie einfach das Fahrzeug viel, viel härter abgestimmt ist, viel mehr auf eine Rennstrecke abgestimmt ist. Was macht es natürlich einerseits zum Vorteil auf unserer Teststrecke, aber auch zum Nachteil, denn wir haben ja auch ein paar Bodenwellen hier mit dabei, und das hat das Fahrzeug schon gut manchmal ein bisschen aushebeln lassen. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, bei dem Fahrzeug, es war ein sehr, sehr, sehr direktes Einlenkverhalten. Manchmal finde ich auch zu direkt, also man musste schon so super, super, super feinfühlig die ganze Zeit am Stick bleiben. Deswegen habe ich auch ein paar Neuversuche tatsächlich gebraucht, um hier eine gültige Zeit zu setzen. Ich habe mehrere Zeiten gesetzt. Das war jetzt tatsächlich die schnellste Runde, und ja, der ein oder andere unter euch hat auch schon vielleicht kleinere Fehler erkannt. Also ist immer noch keine absolut perfekte Runde. Ich glaube, das ist auch ziemlich schwer, das mit dem Fahrzeug zu schaffen, aber die Runde hier, die ist schon nahezu da dran und dementsprechend auch eine richtig, richtig Top-Zeit, das muss man sagen, wobei die werden wir gleich nochmal sehen. Und vor allem ist auch die Frage, kann dieses Fahrzeug vielleicht die Bestenliste anführen? Kann dieses Fahrzeug immerhin das stärkste, in Anführungsstrichen, Serienmodell sein? Wir werden es gleich erfahren.
Und da haben wir die Zeit, eine 1:44.870. Wie gesagt, wenn es die absolut perfekte Runde gewesen wäre, vielleicht wäre es dann so eine 1:44.5 oder so gewesen. Aber ja, ich sage ja immer, so eine halbe Sekunde plus minus haben wir immer Toleranz. Das kann man sich ja mal im Hinterkopf merken. Und wenn man das hier direkt in der Bestenliste anschaut, dann sind es gerade mal diese, ja, 5 Zehntel, die wir auf den Aston Martin Vulcan, den wir ja selbst aufgebaut haben, ja, verlieren. Also man könnte schon fast sagen, ja, komm da ran. Und ich glaube, er hätte auch das Potenzial, da mithalten zu können. Und vor allem, ja, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen, wir haben dadurch das in Anführungsstriche gesetzte stärkste Serienfahrzeug, was wir bis jetzt darüber geschickt haben. Absolut krank, wir sind nochmal deutlich schneller als ein McLaren Senna, der das Ding ja auch absolut dominiert hat, aber natürlich auch nochmal deutlich schneller als der Serien-LaFerrari. Da sieht man mal die Unterschiede zwischen so einer Rennversion zu einem, ja, nur Hybrid-Hypercar, ja, also das ist schon wirklich, wirklich krass. Aber nicht nur um das soll es gehen, das soll ja auch um die Meisterschaft gehen und deswegen würde ich sagen, springen wir da auch direkt mal zur Auswahl. Hier haben wir das gute Ding, wir können Alien-Kostüm gewinnen, das besitze ich zwar schon, aber für die, die es vielleicht verpasst haben, haben wir jetzt nochmal die Chance, das hier mitzunehmen oder hatten die Chance, es nochmal mitzunehmen, so muss man es ja formulieren. Ja, wir können ganz kurz mal auf die zugelassenen Fahrzeuge gehen, eben das Vulcan mit dabei, auch die Driftfahrzeuge sind hier mit dabei, also alles halt, alles Mögliche ist hier mit am Start, zumindest mal die, die ich jetzt hier im Besitz habe. Wir werden aber mit dem FXXK natürlich antreten und wir werden das Ding auch noch tunen, soweit es denn geht. Wir fahren jetzt aber das erste Rennen in der Serie. Im Sommer. Was könnte man sich mehr wünschen? Und natürlich meine ich mit Serie einfach so, wie es der Hersteller natürlich angeboten hat. Nicht Serie im Sinne von Straßenzulassung, ne? Das muss man auch mal so sagen. Man impliziert, glaube ich, als Deutscher gern unter Serie halt auch einfach, dass es Serie ist, aber man muss halt bedenken, ja, kann man von Serie bei einem Rennwagen sprechen? Schwierig. In dem Fall schon, in dem Spiel schon, auf jeden Fall. So, egal. Wir starten das Ganze. Und gucken mal, wie wir eben jetzt hier damit bestehen können. Wie gesagt, wir haben einen McLaren Senna, muss man sagen, einfach deklassiert auf unserer Strecke. Und das spricht natürlich schon mal für dieses absolut kranke Fahrzeug. Jetzt gucken wir mal, ob wir das auch hier in dieser Klasse tun können. Boah, ja, ich sollte nicht mich von diesen goldenen Designs des Zonda Air blenden lassen, wovon wieder Tausende mitfahren. Als gäbe es keine andere Auswahl. Aber gut. So, das erste Rennen ist ein Sprintrennen. Danach haben wir, glaube ich, 2 Rundkursrennen. Und das wäre natürlich top in dieser Meisterschaft, wenn wir direkt mal zu Beginn ein paar Punkte mitnehmen können. Ja, immer wenn es so leicht über eine Kuppe geht, wenn man merkt, okay, das Gewicht bzw. der Antriebsdruck geht ein bisschen kurz flöten, merkt man halt direkt, wie die Hinterachse extrem leicht wird, wie direkt ein Wheelspin erzeugt wird. Klar, wir haben hier natürlich Heckantrieb, die ganze Leistung, diese 1050 PS, diese 900 Newtonmeter Drehmoment gehen halt natürlich voll auf die Hinterachse. Und wenn dann die Aerodynamik irgendwo nicht mehr wirkt, weil das Fahrzeug in der Entlastung ist, dann merkt man das natürlich direkt, das hat man auch auf der Teststrecke direkt gemerkt. Da muss man ein bisschen aufpassen, muss man ein bisschen feinfühlig sein. Aber trotzdem, alles noch im Rahmen. Da haben wir schon wildere Bestien gefahren, muss ich sagen. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwo uns vorbeisetzen können. Aber erstmal müssen wir in Schlagdistanz kommen. Gut, die sind falsch abgebogen. Habe ich aber auch fast gemacht, muss ich ehrlich sagen. Da will ich gar nicht über die lachen. Das schaut doch gut aus. Hey, da steht Runden. Ah, das ist doch ein Rundenkursrennen. Okay, dann nehme ich alles zurück. Ich dachte, das ist ein Sprint. Okay, alles klar. Achso, das sind ja... Okay, stimmt halt. Das sind ja diese Dingrennen von der Community erstellt. Ne? Das sind ja gar keine offiziellen Rennen. Jetzt fällt es mir nämlich auch gerade auf. Das haben Leute aus der Community erstellt. Das ist so quasi so ein... Wo die... Playground Games quasi die besten eingesendeten, also da gab es so eine Richtlinie, ich glaube im Forum gibt es das machen die glaube ich jeden Monat oder so und dann quasi werden die besten ausgewählt, vielleicht muss ich da auch mal was einschicken und da war halt die Bedingung, ja, Hypercar-Klasse und dann, Hypercar-Klasse sage ich, Extreme Tech Choice Klasse und deswegen ist auch eine Runde so lang, ne? Merkt man jetzt einmal direkt mal. So, ich habe jetzt natürlich hier richtig schön verkackt an der Stelle, ich denke doch auch gerade irgendwie, Wow. Okay, jetzt muss ich auch mal ein Flashback nutzen.
Irgendwie denke ich doch gerade, okay, die Strecke kommt mir jetzt nicht so bekannt vor. Oh, ja, das war ein bisschen verkackt. Jetzt nochmal Konzentration. Ich möchte natürlich gewinnen, das Rennen. Und da eine Runde ein bisschen länger ist, macht das vielleicht Sinn. Aber eine coole Strecke auf jeden Fall. Ich meine, gut, die werden ja schon bewusst hier sich drei gute Strecken ausgewählt haben. Und dann ist, glaube ich, das letzte Rennen ein Sprintrennen. Es sind, glaube ich, zwei Rundkursrennen, ein Sprintrennen in dieser Meisterschaft. Nehmen alles von der Community erstellt. Das ist schon sehr, sehr cool. Deswegen haben die drei Vatare da auch so verkackt, glaube ich. Weil gerade bei selbst erstellten Strecken machen die drei Vatare gerne mal ein paar mehr Fehler. Ja, mittlerweile gibt es ja auch schon eine verbesserte Variante des FXXK, der FXXK Evo. Vielleicht sieht man den auch mal irgendwann in einem Spiel. Aber gut, Hauptsache man hat überhaupt irgendeinen. Und cool ist ja vor allem, das mache ich auch hier, mehr oder weniger Fehler. Ich kick den nochmal mehr raus. Oh nein, jetzt kriege ich den Spin. Oh, jetzt habe ich quasi durch den Kick, hat es jetzt so irgendwie das Skript versaut, dass mir ein Spin gegeben hat. Und jetzt habe ich eigentlich gar nichts mitgewonnen, außer dass ich den einen Konkurrenten ausgeschaltet habe. Dafür ist ein anderer vorbei. So geht's nicht. Komm, jetzt Konzentration, Ray. Nicht immer nur irgendwas labern, sondern auch mal hier gescheit Rennen fahren. Schließlich will ich hier direkt mal ein paar mehr Punkte mitnehmen. Ja, Topspeed-technisch sind wir hier schon fast am Limit. Weil viel schneller als wir das jetzt, was wir fahren, schaffen wir nicht. Aber welches Fahrzeug schafft denn überhaupt mal bei Rennen seine Topspeed? Ja? Das schaffen auch nur irgendwo Rennwagen. Und vor allem, wenn man bedenkt, wie schnell das Fahrzeug hier auf 300 marschiert. Also das ist schon von der Performance her schon echt absolut ans Limit gesetzt, das Teil. Aber wir werden natürlich gleich noch ein bisschen tunen, was halt zumindest mal geht beim Fahrzeug. Viel ist es nicht. Aber wir werden auf jeden Fall ein bisschen was machen. So, und ich glaube fast echt, durch diesen Fauxpas habe ich so ein bisschen den Sieg weggeworfen. Aber jetzt schauen wir mal. Vielleicht macht der Treiberteil vorne ja nochmal einen Fehler. Aber ich darf jetzt keinen mehr machen. Zu viele wurden gemacht. Komm, 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 komm. Wäre cool, wenn sie diese richtig guten Strecken, wie sie hier haben, auch wirklich nochmal richtig ins Spiel einpflegen würden. Dann aber auch mit so schön mit Tribünen und allem drum und dran. Oder generell wäre es halt natürlich geil, wenn man auch selber einen guten Planer oder einen Streckeneditor solche Sachen setzen kann. Vielleicht kommt ja da ja mal irgendwann ein Update. Oh, das war natürlich richtig schlau, diese Leitplanke mitzunehmen. Und der Treibertar macht keinen Fehler mehr. Schade, damit wird es nur der zweite Platz sein. Also da muss ich nochmal eine Schippe drauflegen und ja, es wird überhaupt nicht... Ach, come on. Komm jetzt. Ja, ich hätte Flashback jetzt nochmal nutzen können, aber das war jetzt einmal mein Fehler. Und damit wird es jetzt sogar noch schlechter. Als nur der zweite Platz. Es wird wahrscheinlich der sechste Platz. Na ja, gut, komm, den fünften kriege ich nochmal. Ah, oh, das war jetzt natürlich richtig dämlich. Vor allem, ich lasse mich hier von solchen Driftautos auch noch überholen. Meine Güte, ey. Ja, das war mal gar nichts jetzt. Gegen meine ganze Konzentration in die Teststreckenrunde. Und im da, wo es jetzt eigentlich auch drauf ankommt, da versau ich's. Ah, ne, ich komme nicht mehr ran. Shit! So möchte man natürlich keine Meisterschaft beginnen mit einem sechsten Platz. Damit fehlen uns schon mal direkt 12 Punkte hier. Und wir hätten die besten Chancen gehabt, hier zu gewinnen. Und direkt mal 20 Punkte zu kassieren. Aber so ist, wie es ist. Jetzt müssen wir gucken, was wir draus machen. Aber wir werden jetzt nochmal ein bisschen tunen. Wir dürfen auf die S2 Maximum-Klasse aufbauen. Wir gewinnen ein GT40 MK2 Le Mans. Ja, nehme ich mit.
Ich weiß gar nicht, habe ich da so, nicht sogar schon einen? Den MK1 haben wir auf jeden Fall, aber einen MK2 hatte ich da schon? Weiß ich nicht. Ist auch egal. So, wir ändern mal ganz kurz hier das so ab, aber wir tunen jetzt erstmal die ganze Geschichte, was denn überhaupt geht. Ich glaube, also leistungstechnisch dürften wir nichts ändern können, meistens nicht bei solchen starken Autos. Deswegen ist es, ah doch, wir können an der Leistung was machen, aber ich glaube, okay, gucken wir mal, jetzt gucken wir erstmal Grip-technisch. Ich meine nicht, dass wir schlecht Grip hätten, wir können sogar ein Allrad einbauen. Mache ich jetzt aber nicht, wir bleiben mal bei der Grundstruktur des Fahrzeugs. Da können wir nichts ändern, wir können aber die Breite ändern tatsächlich und wir könnten die Spur nochmal verändern. Was ich auch nochmal krass finde, was auch geht optisch. Okay, alles klar. Kommt auf jeden Fall nochmal krasser daher. Was können wir hier noch machen? Ne, Offroad machen wir nicht. Wir können, na, Überrollkäfig. Hat er nicht einen eigenen Überrollkäfig? Doch, eigentlich schon, oder? So, wir können nochmal ein bisschen was an der Leistung machen. Ja, kommen aber jetzt wahrscheinlich ja, auf X hier. Auch hier. Ventile vielleicht. Ne, auch X-Klasse. Moment mal, da gucken wir nochmal, ob wir vielleicht nochmal was anderes machen können. Ob wir vielleicht hier 15 und hier auch über 15. 19 sind wir auch noch nicht. Und ja, das war dann zu viel, lustigerweise. Okay, dann machen wir hier nochmal 19 kW drauf. Dann stehen wir doch schon mal gar nicht so schlecht da. Installieren das Ganze. Und dann gilt es jetzt. Jetzt müssen wir auf jeden Fall gewinnen, wenn wir denn diese Meisterschaft siegreich beenden wollen. Und das möchte ich auf jeden Fall. Das ist doch klar wie Kloßbrühe. Und deswegen auf zur nächsten Strecke. Können wir vielleicht gerade hinfahren. Ist ein bisschen weiter weg. Machen wir vielleicht als nächstes das Sprintrennen. Und dann fahren wir da einfach jetzt mal kurz hin, um einfach mal zu checken, ob die Umbauten funktionieren. Oder ob wir nochmal im Feintuning vielleicht hier und da was anpassen müssen. Ich denke, was ich auf jeden Fall anpassen werde, ist der Reifendruck. Gerade bei solchen Rennwagen und so weiter. Upsala, da sind wir doch schon richtig. Gerade hinten würde ich ein bisschen raus und auch vorne. Weil wir eh schon so eine direkte Lenkung haben, brauchen wir eigentlich nicht diese extreme Geschichte. Ich gebe da auch mal ein bisschen Stabilität hinten auf die Hinterachse durch die Spur. Okay, das ist auch interessant, wie sich das Fahrzeug hier verhält. Ja, ein paar Sachen können wir nochmal anpassen, so dass es zu meinem Fahrstil auch passt. Dass es mir mundet von der Fahreigenschaftigkeit her. Ja. ja, vorne gebe ich mal ein bisschen mehr Anpressdruck noch drauf. Könnten natürlich komplett auf Anpressdruck gehen, aber hat ja gerade gesehen, gerade Topspeed-technisch hat es uns eher auch ein bisschen gefehlt. Deswegen will ich jetzt ja nicht zu viel aerodynamischen Grip drauf geben. Ja, was mache ich denn hier? Das Fahrzeug hat extrem zum Teil Probleme, die Spur richtig zu halten. Ja, wird schon schief gehen, gerade Sprintrennen in der Klasse sind sowieso meistens sehr, sehr kurz. Wobei, klar, ist ein Community-Event, mal gucken, wie lang das Sprintrennen ist. Allerdings sind halt Fehler weiterhin unverzeihlich. Und ja, ich nutze Flashbacks hier und da, wenn es wirklich halt eine richtig unnötige Sache ist. Aber wenn ich halt einen Fehler mache, und das war in der letzten Runde jetzt einfach gegeben, wo ich dazu stehen muss. Man muss manchmal auch diese Fehler annehmen und sie akzeptieren, auch wenn es echt manchmal bitter ist und wenn man auch nicht gerne verliert und ihr wisst, dass ich absolut nicht gerne verliere, aber nur so kann man auch was oder kann man auch dann besser werden. Wenn ich immer alles rückgängig mache, immer alles so verändere, dass am Schluss ich der glückliche strahlende Sieger bin, auch wenn mir das manchmal unterstellt wird, traurigerweise, dann ja, gewinnst du eigentlich keinen Blumentopf damit, weil du einfach nie mit den Konsequenzen leben musst. Und manchmal ist es besser, du lebst mit diesen Konsequenzen, weil dann ja, weißt du halt einfach, okay, pass auf, das nächste Mal muss ich einfach an der und der Stelle oder hier und da muss ich einfach ein bisschen aufpassen. Das muss man einfach mal so mal klar so sagen. So, jetzt aber probieren wir es mal. Knights of the Round. Das ist jetzt aber das Sprintrennen. Ja, also ich habe zumindest mal als Location das Sprintrennen ausgewählt. Es kann aber auch sein, dass das einfach irgendwie darüber hinwegtäuscht, weil die
Startlocation einfach ein Sprintrennen ist, aber das Rennen selber, was hier erstellt wurde, dann ein Rundkursrennen ist oder so. Keine Ahnung, wir werden es gleich sehen, was es ist. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt einfach uns anstrengen. Nee, ist ein Sprintrennen, es stehen keine Rundenzahlen oben, es sind tatsächlich, ja, okay, das haben wir jetzt schon fast gedacht, dass die drei Batari hier jetzt natürlich wieder so einen Murks machen am Start mit mir. Sondern nee, es ist tatsächlich ein Sprintrennen. Und es geht durch Edinburgh. Und es sieht ziemlich wild aus, was wir hier gleich erleben werden. Deswegen Konzentration auf Strecke, auf Gegner und vor allem auf unser Fahrzeug. Und gerade Edinburgh hat sehr, sehr fiese Bodenwellen zum Teil. Ja, und Randsteine, wie man gerade feststellt. Und wenn man bedenkt, dass wir hier bei dem Fahrzeug so gut wie keine Bodenfreiheit haben, vielleicht wäre das auch nochmal ein guter Tuning-Schritt gewesen, dass ich nochmal so ein paar Millimeter nochmal Bodenfreiheit dazuzugeben. Auf Kosten der Optik, aber was soll's. So, ich versuche mich jetzt Stück für Stück nach vorne zu sneaken. Ja, Randsteine sind echt kritisch bei dem Fahrzeug. Boah, da geht's. Fuck it. Ich dachte, da geht's. Nein, ey. Orientierung, ey. Scheiße. Oh Mann! Was? Kontrollpunkt verpasst. Oh, leck mich doch, ey. Jetzt habe ich auch noch einen Kontrollpunkt verpasst. Welchen Kontrollpunkt? Ah ja, okay. Ja, okay, komm. Dann mache ich jetzt doch halt mal den kompletten Flashback, weil. Ach. Da geht's rechts rein, ey. Ja, deswegen machen die auch so langsam hier. Ja, gut, okay. Ja, Konzentration jetzt. Es sind keine Standardstrecken. Und wir haben keine Banden oder Richtungshinweise und ja, das war immer ein bisschen falsch gedacht. So, es geht hier lang. Gerade hier in der Stadt, wo es 1000 Abzweigungen gibt, muss man echt ein bisschen aufpassen, welche Abzweigung jetzt hier genommen wird. Es war schön, dass er 1000 Checkpoints nacheinander setzt, aber ich finde, wenn man zu viele Checkpoints hintereinander setzt, dann ja, irritiert es eher, anstatt dass es hilft. Also lieber sehe ich einen Checkpoint schon in weiter Ferne und kann mich darauf einstellen, ah, guck mal, der Checkpoint ist so gesetzt, da geht es wohl so lang wie 1000 Checkpoints auf einmal. Da blickt ja auch kein Mensch durch. Aber ich gucke jetzt einmal ein bisschen auf die Minimap mehr hier und wir sehen, da kommt ein ganz schönes Slalom-Parcours jetzt hier noch auf uns zu. Ja, immerhin sind wir schon mal an der Spitze jetzt. Natürlich, klar, dank dem Flashback, aber ich glaube, man muss dazu sagen, ich bin ja falsch gefahren, weil ich nicht wusste, dass es da so richtig lang geht. Es war kein Fahrfehler. Wie gesagt, Fahrfehler, finde ich, da muss man dazu stehen. Das ist das, was ich ja gerade vorher gesagt habe. Aber sowas wie jetzt, dass die Strecke da so fies dann ist, ich glaube, da kann man es auch mal verzeihen. Weil von der Fahrskilligkeit her, glaube ich, passt das, was ich hier tue. So, ist da vorne, geht's einmal rum. Oh ja. So, und jetzt ziehen wir einmal durch. Ja, es ist eine Strecke, ich finde sie ein bisschen zu quirlig, muss ich sagen. Ich glaube, in langsameren Klassen ist es cooler, weil dann hättest du halt mal wirklich so ein Stadtrennen. Aber jetzt in der Klasse finde ich es ein bisschen echt zu eng, zu quirlig, irgendwie so. Das
hat mir jetzt nicht so hundertprozentig gefallen. So, wir sind noch 2 Punkte hinter dem Führenden, sprich, wenn ich das letzte Rennen gewinne, dann reicht es auf jeden Fall, denn der Erstplatzierte eines jeden Rennens bekommt 4 Punkte mehr als der Zweitplatzierte. Das heißt, egal was passiert, wenn ich gewinne, reicht es auf jeden Fall, um diese Meisterschaft zu gewinnen. Und wie ich ja gesagt habe, dadurch, dass ich das erste Rennen verkackt habe, muss ich eigentlich auch die nächsten beiden gewinnen. Ja, das Rennen haben wir jetzt gewonnen. Und ich würde sagen, wir fahren da einfach auch mal hin, nochmal. Und dann versuchen wir natürlich unser Glück im letzten Rennen. Und natürlich möchte ich es auch gewinnen. Und ganz klar, ja, wenn man Allrad hier einbauen würde, würde das zumindest mal aus den Ecken raus extrem helfen bei dem Fahrzeug. Müsste man aber auch beim Feintuning einiges mehr machen. Ich bin mir zu 99% sicher, dass wenn man in den FXSK ein Allrad einbaut, dass man ein extremes Untersteuern provoziert bei dem ganzen Fahrzeug. Das heißt, man kommt da zwangsläufig nicht drum rum, um ein gutes Fahrverhalten zu haben, wirklich am Feintuning einiges zu verändern. So, ich fahre mal kurz den deutschen Weg. Wir fahren auf der rechten Seite und nicht auf der linken Seite. Diesen Großbritannien üblich ist. Und da bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Das letzte Rennen wird ein Rundkursrennen hier sein. Bin wirklich gespannt. So, und ja, wir setzen fort, beziehungsweise starten das letzte Rennen dieser Meisterschaft. Und jetzt zählt's. Und jetzt hoffe ich nochmal, dass wir auch ohne Flashback auskommen. Aber ja, gut, bei diesen selbst erstellten Rennstrecken, glaube ich, ist es fast nicht möglich. Aber gucken wir mal. Wir haben auf jeden Fall eine sehr harte Bremsung gleich da vorne. Lassen wir uns mal überraschen. Okay, komm, komm, komm. Und da geht es jetzt hier halt wirklich über diesen doch etwas engeren Pfad lang. Also überholen ist hier schwierig, aber jetzt schauen wir mal. Ich finde, der Abschnitt hier in dieser Spielwelt eignet sich eigentlich perfekt für so eine Asphaltrallye. Das hat doch jetzt nicht so eine richtig breite Landstraße ist. Das war jetzt auch ein bisschen breit für den Feldweg, aber... So, ich setze mich mal ganz dreist da innen rein. Komm, zieh, 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 zieh! Ja, der normale FXSK habe ich schon erwähnt. Ich weiß es gar nicht. Hat normalerweise einen KERS-Knopf. Also wie sie damals in der Formel 1 hatten, wo sie dann einfach draufdrücken. Dann kannst du deine Elektro-Power abgeben. Und dann boostet es dich nach vorne. Und man sieht auch auf dem Lenkrad diese 2 Ks. Ja, links und rechts. Und das ist quasi der KERS-Knopf oder die KERS-Knöpfe, die man drücken kann. Um nochmal ein bisschen mehr Extra-Boost zu haben. Leider gibt es hier nicht im Spiel, als dass man das jetzt abrufen könnte. Man leistet einfach immer die quasi die Elektro-Power-Leistung ab. In Spielen wie zum Beispiel ja, Project Cars oder in Assetto Corsa könnte man das aber tatsächlich tun. Ja, da kann man dann wenigstens den Knopf drücken, hat natürlich aber auch nur eine gewisse Menge an Energiespeicher. Sprich, man kann nicht immer drücken und das war jetzt natürlich krass, dass er sich da reinzieht. Boah, aber eine Runde ist ziemlich lang, kann das sein. Also das ist schon ein sehr, sehr langes Rennen. Das ist ja noch länger, glaube ich, als das erste Rundkursrennen, oder? Was wir hatten. Und ich dachte immer, eine Bedingung in diesen Sachen, wenn man was einschickt, ist, dass die Rennen nicht allzu lange sind. Aber gut. Ziehen wir mal durch. Ziehen wir einfach mal Cock and Rice durch, würde ich sagen. Ich muss tatsächlich aber auch gestehen, dadurch, dass die Spur verbreitert worden ist, ist dieses knackige Einlenkverhalten, was das Fahrzeug in der Serie hat, einfach fast komplett weg. Und ein Ticken vermisse ich es, muss ich auch tatsächlich sagen. Allerdings ist es in der Serie schon sehr, sehr hart und sehr, sehr kritisch. Und ich bin ja jemand, der es eigentlich gern mag, wenn das Fahrzeug ein bisschen schneller einlenkt. Gerade wenn das Grip-Niveau es auch hergibt, aber... In dem Fall, muss ich sagen, ist es jetzt aber auch zu wenig wieder. Also es muss schon
irgendwo so dazwischen liegen. Zwischen dem Aufbau und wie es in der Serie ist. Das war jetzt klar. Das war so klar. Ich bin so dumm eigentlich mal. Das Problem ist, wenn man hier einmal ein bisschen Offroad steckt, man kommt fast nicht vom Fleck. Das ist auch so das, was so, ja, sich durch die Cops vs. Racer-Folgen auch immer so durchzieht. Wenn du mal in den Offroad-Bereich kommst oder quasi neben die Strecke kommst und du hast kein Allrad, dann, ja, gute Nacht, ja. Das ist echt schlimm. Das ist so, da kommst du nicht mehr weg. Mal aufpassen. Wir haben uns jetzt halt zum Glück relativ schnell wieder an die Spitze gesetzt. Ja, Topsy technisch fehlt uns natürlich ein bisschen was im Vergleich zum Pagani. Er ist gerade was Topspeed angeht natürlich ein bisschen schneller aufgebaut. Dafür sind wir an den Kurven stärker. Kommen. Ja, gut. Das war jetzt meine Sorge, dass er sich da noch reinsneakt in die Kurve, aber wir haben es doch noch geschafft, bevor er da neben uns gegangen ist, die Kurve zu fahren. So, komm, letzte Runde. Schaffen wir doch fehlerfrei, hoffe ich. Damit wir gewinnen und diese Meisterschaft für uns entscheiden können. Gutes Alien-Kostüm, was man gewinnen kann, ist im Prinzip ja egal, weil ich es schon besitze. Mir fehlt leider das grüne Männchen-Kostüm. Das habe ich damals irgendwie verschlafen und verpasst. Und vielleicht habe ich ja irgendwann auch mal die Chance, das wieder zu gewinnen. Andererseits würde ich es wahrscheinlich sowieso nie anziehen. Sowohl in Real Life nicht, als auch dem Mannequin hier nicht. Das war zu früh gebremst, egal. So, diesmal ein bisschen aufpassen. Ein bisschen Rechtsknick da nicht unterschätzen. Ja, ich wurde jetzt öfters auch schon drauf angesprochen. Ich weiß jetzt nicht, wie aktuell das Thema noch ist, aber ob ich zum RTDT-Format halt eben auch dieses Streckentesten-Format machen könnte. Ich habe das auch schon eigentlich mehrmals beantwortet. Das Problem ist halt einfach, dass das nicht so einfach funktioniert. Also sie haben zwar in einem der letzten Updates eine Filterfunktion reingebracht, wo man wirklich nach Ersteller suchen kann, was ja prinzipiell geil wäre. Also ihr erstellt es, ich suche nach eurem Nickname und dann habe ich die Strecke und so weiter. Das Problem ist, dass das ist allgemein so, wenn ich eine Blaupause erstelle, egal ob ich eine Strecke nimmt, die es ja schon gibt im Spiel, oder eine eigene Strecke. Es wird immer nur die letzt erstellte online gezeigt, pro Event. Ja? Und das heißt, ich müsste von euch verlangen, dass ihr, wenn ihr eine Strecke eingesendet habt, dass ihr die nie von diesem Startpunkt dieses Events eine neue Strecke oder ein neues Event erstellt. Und das kann ich nicht verlangen und das wird auch nicht funktionieren. Das heißt, es wird so gefrustet sein, dass wenn ich Einsendungen habe, die ein bisschen älter sind, dass die Wahrscheinlichkeit so hoch sein wird, dass ja die Strecke einfach nicht mehr auffindbar ist oder nicht diese Strecke gefunden wird, die ja eingesendet wurde. Und das ist halt einfach scheiße. Ja? Und ich habe da keinen Bock drauf. Das hat mich schon bei RTDT in Horizon 3 zum Teil richtig geärgert, dass du zum Teil richtig lange suchen musst, bis du mal was hast, wo noch irgendwie online ist. Weil manche Leute, gerade bei RTDT, haben dann irgendwie falschen Nickname angegeben oder haben ihren Nickname geändert oder haben das Tuning nicht mehr freigegeben oder was auch immer. Und das ist dann einfach sowas von, ja, scheiße. Und ja, da muss ich einfach sagen, da habe ich dann keinen Bock drauf. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass irgendwann ein Update kommt, dass halt einfach alle 5 Veranstaltungen, die man maximal erstellen kann, pro Location, öffentlich bleibt. Und dann kann man das machen. Weil ich glaube, zu verlangen, dass man eine dieser 5 Veranstaltungen nicht antoucht, also nicht berührt, das kann man machen, aber halt wirklich immer so sagen, nee, du darfst gar nichts mehr hier erstellen. Das ist, glaube ich, ja, ein bisschen, das kann ich nicht verlangen, das will ich nicht verlangen. Und genau deswegen wird es das Format erstmal nicht geben. Aber ich habe es noch nicht vergessen und ich habe es auch noch nicht abgeschrieben. Mal gucken, was da noch so kommt.
So, Leute, dann würde ich sagen, haben wir es auf jeden Fall geschafft, diese Meisterschaft zu gewinnen und vor allem haben wir es auch geschafft, diese Folge zu beenden. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, vor allem auch gerade mit dem FXXK, glaube ich. Da guckt man gerne mal drauf. Ist ja auch ein besonderes Fahrzeug. Ja, der Kontrahent zu dem Fahrzeug, der P1 GTR, wäre natürlich auch nice im Spiel. Aber ich glaube, das hat irgendwelche Lizenzgründe, warum der hier nicht im Spiel sein darf. Und, ja, schade, muss man sagen. Aber cool wäre es trotzdem. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt raus an dieser Stelle. Und wir sehen und hören uns dann in einer der kommenden Forza Horizon 4 Folgen. Ob das eine Zeitblase ist oder nicht, werdet ihr sehen. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Macht's gut. Bis dann. Ciao.